blendet, gell? So, hallo. Ihr Weg in der Theologie war, dass Sie sich zunächst einmal für den Dialog mit den Protestanten eingesetzt haben, über eine faszinierende Persönlichkeit, über Barth. Sie haben dann sich, glaube ich, als nächstes mit der anglikanischen Kirche beschäftigt. Wann kamen erst die großen Weltreligionen in Ihr persönliches Erfahrungsbild? Ja, nur ich war damals schon als Student in Rom, das war damals noch ganz außerordentlich, schon 1954 in Nordafrika gewesen. Das hat mich einfach interessiert. Und wir sind da schon auf Kamelen, da in die Sahara und so weiter. Das hat mich interessiert. Aber diese Lebefugnisentzug, obwohl das damals nicht so aussah, und ich war für mich die schlimmste Zeit meines Lebens, war nun das die Periode, die mir faktisch die Möglichkeit gegeben hat, selber nun dieses große Projekt zu verwirklichen. Ich habe erst da angefangen, nun systematisch auch an der Universität, vor so großem Publikum wie hier, noch größer, öffentlichen Dialog über Islam, Hinduismus, Buddhismus zu führen. Ich habe selber am meisten gelernt von meinen Kollegen, die sich in diesen Fragen auskannten. Ich habe langsam gemerkt, dass das nicht nur eine akademische Angelegenheit ist, dass das eine hochpolitische Angelegenheit ist. Das war schon in den 80er Jahren. Längst vor Huntington habe ich damals den Epilog zu diesem Buch über diese Dialoge geschrieben, drüben, kein Weltfriede ohne Religionsfriede. Und das ist jetzt unterdessen ja so deutlich geworden, dass man das allenthalben sagt. Das hat auch eben die Leute in der UNO, Kofi Annan und viele andere, übrigens alle deutschen Bundespräsidenten haben sich dafür eingesetzt, kann man ruhig sagen, in diese Richtung. Also ich glaube, dass es natürlich etwas Zeit braucht, bis das alles deutlich wird, aber die Dringlichkeit der Probleme ist nun offenkundig und ich bin in diesem Sinn nicht pessimistisch. Sie haben erwähnt, dass das Ihre schlimmste Zeit war, der Entzug der Lehrbefugnis. Es gibt Leute, die glauben, Sie sind eigentlich damals quasi aus der Kirche geschieden. Sie feiern nächstes Jahr ein 50-jähriges Priesterjubiläum. Nein, dieses Jahr. Dieses Jahr schon. Ja. Dieses Jahr schon. Wann? Ja. Jetzt im Sommer oder im Herbst? Ja, jetzt, ich bin, diese Foto ist vom 11., vom 10. Oktober. Mhm. 54? 54. In Rom sind Sie gelandet. Ja, also wer es 50 Jahre aushält in dieser Kirche unter diesen Umständen, der hat ja immerhin also einiges hinter sich. Ja, ich bin darüber ja nicht unglücklich, nicht wahr? Sie kämpfen für etwas, was man eine sinnstiftende Basis für alle Weltreligionen. Können Sie uns das einmal erzählen? Ja, das wäre zu viel, nicht wahr? Die Religionen haben Sinn in sich. Und ich habe schon vorher angedeutet, also es wäre sinnlos zu meinen, man könnte etwa aus allen Religionen eine einzige machen. Das wird mir manchmal vorgeworfen, aber die Leute haben ja alles das nicht gelesen, schwätzen nur. Man kann auch nicht eine Weltkultur machen, nicht wahr? Die Kulturen sind verschieden. Aber was wir natürlich trotzdem brauchen, ist ein Minimum an ganz elementaren ethischen Standards, die jedermann, ob Christ oder nicht Christ, ob gläubig oder nicht gläubig, ob alt oder jung, einhalten muss. So. Wenn wir jetzt ein bisschen Licht wieder haben könnten, wir kommen jetzt eine Viertelstunde lang noch zu Publikumsfragen und vorher ein Satz, das Thema des morgigen Tages in den Departments. Department für Naturwissenschaften. Wir haben Herrn Professor Küng heute in ganz vielen Funktionen, Rollen erlebt, als Hochschulprofessor, als Bestsellerautor, als Dampfwalze, als Berater, als Wanderprediger, Kirchenrebell, Mahner, Visionär, Manager und noch vieles mehr. Und ich halte mich an das, was Professor Küng eingangs gesagt hat. Wir werden morgen in der Gruppe ermitteln, welche der vielen Facetten wir dann genauer betrachten wollen, aber das wird dann die Gruppe weisen.
Department Dimensionen des Rechts und Ethik. Bei uns stellt sich die Situation so ähnlich dar. Es ist eine Fülle von Themen, die sich aufwirft, nur kurz angeschnitten. Einerseits Zwei-Schwerter-Theorie, Zusammenspiel Staat und Kirchen, Konfliktpotenziale. Andererseits Corporate Identity der Kirche, derzeit und früher. Und dann wäre auch noch spannend, die Erfolgskriterien und Verkaufsstrategien der Kirche als Global Player eines ethischen Produktes zu beleuchten. Das Department für Wirtschaft wird unter dem Motto stehen, der Manager zwischen Macht und Moral. Basierend auf der Erklärung zum Weltethos der Stiftung Weltethos, da heißt es in einem Kapitel in der Verpflichtung auf eine Kultur der Solidarität und eine gerechte Wirtschaftsordnung, unter anderem handle gerecht und fair. Wir wollen in unserer Gruppe das untersuchen und dann vielleicht auch noch versuchen, hier die Regeln des heiligen Benedikt von Nursia zu untersuchen, wie weit sie für einen Transfer in das Management geeignet sind. Bei mir werden wir morgen gemeinsam die Frage bearbeiten, ob das Einhalten ethischer Standards den Erfolg fördert oder behindert, den persönlichen. Und zwar vor allen Dingen, also ich denke mir, mit dem Morden, das wird schon gehen, dem Nicht-Morden und dem Nicht-Stehlen, aber mit dem Lügen bin ich mir nicht so sicher. Ich möchte morgen im Department für Kommunikation quasi Ihrem Satz oder dieser Behauptung nachgehen, die eigentlich andere sagen, Moral kann ja nicht gegen die Wirtschaft an. Im Zusammenhang mit dem Stichwort Corporate Social Responsibility und auch der Frage, ist das jetzt auch wirklich ein schlagkräftiges Prinzip, wird sich das durchsetzen in den Unternehmen? Und weil es um Kommunikation geht, geht es bei mir natürlich auch darum, nachzufragen, was hat denn das mit Kommunikation oder vielleicht besser mit dem schönen Wort Dialog zu tun. Department der Psychologie. Ich lebe zurzeit in einem islamischen Land, wo die Religion der Islam einen sehr großen Einfluss hat, im Großen wie im Kleinen, also sowohl von der Politik über das Gesellschaftssystem bis hin zur kleinsten Zelle der Familie oder das Individuum. Einen großen Einfluss in den Alltag, in die Alltagsroutine. Und ich möchte morgen erarbeiten, inwieweit hat mein Glaube, meine Religion Einfluss, Bedeutung oder Rolle für mein Leben, für meinen Alltag und auch für meinen Erfolgsweg. Bühne des Lebens. Ich habe mir morgen zwei Persönlichkeiten des religiösen Lebens eingeladen für den Nachmittag. Einen katholischen Pfarrer und einen Vertreter des Theravada-Buddhismus, und ich möchte mir Gesten, Rituale, die über Jahrtausende, könnte man sagen, erfolgreich waren, anschauen, wie die beiden doch sehr unterschiedlichen Zugänge sich ausdrücken und diese Erfolgsausdrucksmöglichkeiten dann ein bisschen von den bei mir seienden Studenten praktizieren, unter Anführungszeichen, also mitleben lassen, und dann vielleicht im Anschluss daran schauen, ob es eigene ganz persönliche Gesten, Rituale, Erfolgsmöglichkeiten gibt, die jeder einzelne von den Teilnehmern dann für sich hat. Department für Philosophie und Weltbild. Es wird darum gehen, auch Begrifflichkeiten zu klären, den Unterschied zwischen Ethos und Ethik und Moral ein bisschen uns anzuschauen, auch von der Wortherkunft her, von der Verwendung her. Es wird auch zentral um Ethik gehen als ein Teilgebiet der Philosophie, als die praktische Philosophie, die praktische Seite. Und ich werde vorstellen, unterschiedliche ethische Denkstile, sie miteinander vergleichen. Wobei eine christliche Ethik auch dabei sein wird, aber es wird genauso eine epikureische Ethik präsentiert, der Utilitarismus präsentiert, also unterschiedliche Art und Weisen des ethischen Denkens. Und wir werden eine Übung machen, so ein Stückchen Platon lesen aus dem Staat. Es wird eine Rede gemeinsam lesen, die ein gewisser Thrasymachus hält und wo er dafür plädiert und wo er sagt, dass der Ungerechte eigentlich viel besser dran ist im Leben und der Gerechte eigentlich der ist, der immer der Dumme ist. Also wir werden uns diese Rede anschauen und schauen, ob wir Argumente finden, die
gegen dieses Argument ankönnen. Welche Perspektiven sehen Sie im Verhältnis Christentum zu Islam? Ich denke auch, dass wir heuer das 800-Jahr-Jubiläum haben der Verwüstung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer. Es kommt ja vieles, ist ja eigentlich schon einmal passiert. Oder ist es einfach wieder eine zu vereinfachte Darstellung, dass man nur Christentum und Islam gegenüberstellt? Ja, das ist jetzt eine sehr komplexe Frage und in meinem Buch über Islam, das können Sie ja dann im September, wird das da sein. Ich habe versucht, in diesem Buch in den schwierigen Fragen ein Trilateral Approach zu wählen, indem ich immer zuerst gefragt habe, wie ist das im Christentum, wie ist es im Judentum, wie ist es im Christentum, wie ist es im Islam? Und dann sieht man, dass man natürlich überall dieselben Probleme haben. Also nehmen Sie jetzt irgendetwas, nicht wahr? Also die Frage der Frau. Ja, die ist im Judentum auch ein gewaltiges Problem. Ja, und wie ist das jetzt im Christentum? Ich habe in Teheran mit der Tochter von Khomeini diskutiert. Nicht wahr? Die haben das übrigens sehr gut verstanden. Aber ich habe gesagt am Anfang, wir haben große Probleme mit der Frau im Neuen Testament. Also, und habe gesagt, zuerst einmal, wir haben diese Probleme. Dann kann man auch sagen, Sie haben die Probleme. Aber wir haben sie eben alle, diese Probleme. Und ich fand immer eine Kirche, die so viele Probleme hat wie die katholische, von der Geburtenregelung bis zur Frauenordination. Also da kann ich ja nicht nach Teheran gehen und da groß tun so und sagen, so, macht mal uns nach, nicht mal. Der Islam hat natürlich keine Kirche, der Islam hat kein Lehramt. Ja, dafür hat er auch wieder zum Teil mehr Möglichkeiten, separat vorzugehen. Wenn im Iran die das machen wollen, so wollen die das. Wenn der Präsident Khatami, den ich damals auch kennengelernt habe, als die Bomben von Saddam Hussein auf Teheran Isfahan fielen, der hat eben einen Vorschlag gemacht, man soll in der UNO ein Jahr des Dialogs einrichten und man soll eine Debatte halten über den Dialog der Zivilisation. Khatami hat die größten Schwierigkeiten, das weiß ich natürlich auch in Iran zurzeit. Und da ist immer noch die Polizei, die Armee ist immer noch unter Kontrolle der Hardliner. Aber auf die Dauer wird er sich halt doch durchsetzen. Ich bin froh, er ist immer noch am Leben, nicht wahr? Solche Dinge sind manchmal im Islam also anders erledigt worden. Das zeigt auch schon, dass es doch zivilisierter zugehen kann. Und wir müssen einfach jetzt gemeinsam helfen, dass wir da durch diese schwierige Zeit hindurchkommen. Interessanter hätte es aus meiner Sicht nicht sein können. Ich weiß nicht, ob Sie zu den 20 Most Eminent Persons gehören. Für mich gehören Sie zu den vielleicht 5 Most Eminent Persons, wenn ich so nachdenke. Ich kenne dort auch nicht alle, die dabei sind. Wenn die alle so sind wie Sie, dann ist mir um die Zukunft dieses Planeten nicht bange. Danke.